Bei solchen Aufzählungslisten kommst du mit Tabulatoren schnell an Grenzen. Du solltest nie mitten in einem Satz einen Tabstopp einsetzen. Wenn du nämlich nachträglich dann weiter oben ein Wort einsetzt oder einen ganzen Satzteil, so kommt eine Lücke in den Text und das kann das Textbild sehr stören. Hier kommen also Einzüge zum Zug. Ich möchte den Text so gestalten, dass die Nummerierung am linken Textrand ausgerichtet ist und der ganze Inhalt eingerückt wird. So sieht er im Moment aus und ich markiere den ganzen Text, der als Liste formatiert werden soll, und dieses Symbol hier im Lineal, das sind die Einzüge. Wenn wir den unteren Anfasser verschieben, so wird der ganze Textblock, den wir ausgewählt haben, reingeschoben. Genauso übrigens haben wir auf der rechten Seite diesen Einzug, damit also der Text in diesem markierten Bereich schmaler wird. Dann haben wir noch diese beiden Dreiecke. Das obere Dreieck ist der Erstzeileneinzug. Das heißt, es werden also jeweils die ersten Zeilen eines Absatzes eingerückt. Das kommt manchmal bei Zeitschriften, oft aber bei Büchern vor, damit der Leser in sehr langen Texten die Absätze besser unterscheiden kann. Was wir in diesem Fall jetzt aber brauchen, ist der hängende Einzug, das untere Dreieck. Hier werden alle folgenden Zeilen nach der ersten eingerückt. Allerdings sieht es im Moment natürlich ein bisschen doof aus, weil die erste Zeile, der Inhalt der ersten Zeile, jeweils nur durch einen Leerschlag von der Nummerierung getrennt ist. Hier müssen wir mit einem Tab-Stopp noch nachhelfen, beziehungsweise mit einem Tabulator-Klick. So, und jetzt sieht es schon recht sauber aus. Darunter sollen wieder Listen erstellt werden. Diesmal lassen wir aber Word selber die Liste automatisch generieren. Ich überfahre wiederum den ganzen Text. Zunächst einmal zeige ich dir, wie man mit Punktlisten arbeitet. Ich klicke hier auf Aufzählung. Leider rückt Word eben die ganze Liste rein. Ich möchte aber die Aufzählungspunkte eigentlich am Textrand haben. Deshalb packe ich hier den ganzen Einzug und verschiebe ihn zurück. Manchmal muss man ein bisschen nachhelfen, dass es genau übereinstimmt. Vielleicht gefallen dir diese Punkte nicht, die kannst du selbstverständlich ändern. Du hast schon in diesem Symbol weitere Optionen, beziehungsweise hier. Ich bevorzuge den Menübefehl über Format, Nummerierung, Aufzählungszeichen. Hier siehst du ein paar weitere Vorschläge, die allerdings aus gestalterischer Sicht eher unbrauchbar sind. Mit Anpassen kannst du weitere wählen mit deiner beliebigen Schriftart. Wenn du hier auf Aufzählungszeichen klickst, kannst du zum Beispiel die Webdings oder die Windings auswählen und hier zum Beispiel ein Rechteck auswählen. Word versucht natürlich sofort wieder diese Einzüge zu machen. Die lasse ich hier weg und den Tabstopp setze ich bei 0.7. Ebenso hier. Und jetzt haben wir diese Liste zum Ankreuzen. Du siehst, mit Listen kann man sehr präzise gestalten. Ich möchte jetzt an dieser Stelle allerdings eine nummerierte Liste. Deshalb markiere ich es nochmals und klicke auf dieses Symbol. Genauso möchte ich es hier unten machen. Wiederum eine nummerierte Liste.
wieder mit dieser Einrückung. Ich versuche mal die Formatierung von oben zu übertragen. Ich klicke auf das Format übertragen Werkzeug und überfahre den unteren Text. Und jetzt ist es wieder richtig eingerückt. Nur siehst du, haben wir jetzt ein weiteres Problem. Er nummeriert die Liste einfach weiter mit 5. und 6. Dabei habe ich hier ja ein neues Thema begonnen und es soll wieder mit 1. begonnen werden. Auch das ist kein Problem. Erneut Format, Nummerierung und Aufzählungszeichen und hier klickst du auf Neu nummerieren und er beginnt wieder mit 1.